Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen geilen Wochenanfang und ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Meine Freunde, heute gibt es die Patch Notes 10.4 und dieser Patch ist gewaltig tatsächlich. Er ist gewaltigen Ausmaßes, genauso gewaltig wie die Ramontik hier heute Abend. Ich hoffe, ihr habt eure Ramontiken Hosen an. Die Ramontik-Hose mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Als erstes haben wir Amumu. Amumu wird etwas gebufft und zwar ist seine Q jetzt schneller unterwegs. Das heißt, von 1350 Speed, wie schnell er an den Gegner ranzieht, ist es jetzt 1800. 1800 ist actually ziemlich schnell. Das ist genau das gleiche, vielleicht erinnern sich einige noch, damals von LeBlanc. Die hat jetzt 1800 auch ungefähr, 1800, 1900 mit dem Sprung. Damals wird das mal einmal reduziert auf 1200 oder so. Das war eine Katastrophe. Bevor LeBlanc mit ihrer W irgendwo ankommt, kommt tatsächlich die Bahn irgendwo an. Und das heißt schon was. Ja, dann haben wir Curse of von Modders. Und zwar weniger Cooldown. Und es stoppt jetzt mit Air Dashes. Das heißt, wenn ihr versucht rauszudashen, werdet ihr festgehalten. Das ist eine coole Änderung. Gefällt mir. Finde ich Pock. Aphelios ist immer noch so ein Champ, der schwer zu meistern ist, also irgendwie so steht das hier im Text zumindest drin, ne? So schwer ist er jetzt auch nicht, aber ne, man kann schon viel aus ihm rausholen, wenn man gut ist. Und ja, man hat auch Schwierigkeiten, wenn der Gegner wirklich alles rausholt, dagegen anzukommen. Und deswegen wird er etwas genervt. Das heißt, zum einen sieht man, hey, welche Waffen hat er? Das wird neben seiner Helfbar angezeigt. Ich meine, er hat sie, glaube ich, auch auf dem Rücken, aber das ist immer schwer zu sehen. Sein Calibrium gibt jetzt keinen Auto-Tech-Reset mehr und sein Crescendum, die Türme werden genervt. Das heißt, die machen nur noch 3 Auto-Techs, machen aber ein bisschen mehr Schaden quasi. Und hier ist ein kleiner Bugfix und weniger Range auf der Ultimate. Das sind alles ganz nette Sachen. Nett. Aurelion, Leute. Aurelion. Aurelion-Mains tut mir ein bisschen leid, denn der Damage durch seine W, wenn er sie aktiviert, durch die Sterne, wird nicht mehr um 50% erhöht, sondern um 40%. Und das schmerzt. Das schmerzt so wie Seitenstiche. Das ist richtige Seitenstiche. Das tut weh. Das ist nicht schön. Das tut weh. Caitlyn. Caitlyn wird gebufft. Ich habe das Gefühl, Caitlyn ist the strongest right now. Ich muss sagen, ich kenne keine Winrates, aber Caitlyns One-Shotten mich always out of my life. Ist harsch. Bonus Attack Speed auf Stufe 1 um 10, von 10% auf 20%. Klingt super krass. Ist auf jeden Fall ein Buff. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu einigen Änderungen, die noch nicht direkt, aber bald, die mir nicht ganz gefallen, wo ich ein bisschen gucken muss. Also erstmal wird Garen ein bisschen gebufft, das heißt seine Q macht jetzt 0,5er Attack Damage, ist nett, und seine W gibt ihm, wenn er das voll gestackt hat, 10% zusätzliche Bonus-Arme und Magic Resist, das ist ziemlich krass, und sein Schild ist ein bisschen stärker, beziehungsweise sein Schild ist, sein Schild stärker? Boah, das ist schwierig. Vorher war es 0,1 Maximum Health, jetzt ist es ein Bonuswert, also er hat einen Flatwert und dann Bonus Health. Kommt drauf an, wie ihr spielt. Ich sag mal so, hier wurde seine AD gebufft hier oben. Also seine AD-Verwertung. Und er kriegt jetzt quasi ein Schild, was nicht mehr abhängig ist von seinem Maximum-Health. Sondern, also ja, muss man gucken. Das kommt echt drauf an, ob du viel AD baust oder HP baust, ne? Auf jeden Fall ist es nett. Es wird schon buff sein. Kann man von ausgehen. Na, wird auch etwas gechanged, sag ich mal. Er bekommt 335 Movement-Speed. Generell, also 10 Movement Speed obendrauf, das ist ziemlich cool für Nah. Vor allem, weil der dich immer richtig downchasen kann. Dieses Frosthammer, Black Lever und dieses ganze eklige Zeug. Er verliert zwar ja quasi 10 Movement Speed auf seiner Passive, aber das ist ja trotzdem ein Buff, weil er ist jetzt generell 10 Movement Speed schneller. Außerdem macht seine Ultimate, holy shit Leute, die hat jetzt ein AD-Scaling von 0,5, das ist quasi plus 0,3, und ein AP-Scaling von 1. Das bedeutet, du kaufst ein Buch und du machst ein Buch mehr Damage. Das ist super krass. Es gibt ja so ein paar AP-Nah-Trolls, aber jetzt, wenn, also ich sehe hier wirklich einen AP-Nah. Wenn du von AP-Nah an die Wand geknallt wirst, dann knallst du nie wieder irgendwas. Das war, dann ist vorbei mit Knallen. Dann ist, das Ding macht turbo viel Damage. Ist natürlich eher Troll, aber auch hier 0,5 Attack Damage, das ist gut. Das ist krass, das ist nice. Sina, ja, miau. Da ist sie hier mit so einem Ball neben mir. Ja. Jace wird gebufft. Ich mag Jace jetzt nicht so gerne. Aber Jace kriegt mehr Mana und mehr Mana
per Level dazu und macht mehr Schaden mit seiner Q, wenn er quasi sein in Nahkampfform ist. Sogar deutlich mehr Schaden. 35 mehr Schaden. Das smasht richtig rein. Und dadurch, dass er mehr Mana hat, kann er viel mehr poken. Also das ist richtig heftig. Sehen das übrigens meine Katze und die will immer mit dem Ball spielen. Die bringt ihn immer vorbei. Lux wird... Also das verstehe ich nicht, Leute. Das verstehe ich nicht. Lux wird... Also Riot sagt so, hey, lasst uns Lux für Support-Spieler buffen, damit man sie auch Botlane spielen kann. Und letztens war Support-Lux noch broken und niemand... Sina! Und niemand wollte... So Riot sagt, ja, hey, Lux-Support ist nicht so gut und gesund. Mach das mal weg. Klar hat das auch ein bisschen was mit Aftershock zu tun, aber... Und das wurde jetzt genervt, aber trotzdem so... Ich meine, ich wette, dass der Riot-Praktikant... Es ist... Was ist, Leute, wenn es gar kein Riot-Praktikant ist, sondern eine Praktikantin? Und sie hat sich so gedacht, okay, wie kriege ich jetzt, ich bin Lux Midlane-Main, wie kriege ich Lux gebufft, ohne dass alle mich haten? Ich muss das ja irgendwie durch den Kongress kriegen. Ja, ich sag einfach, wir buffen Lux Support. Weil, Leute, ich frage mich so, hä? Base-Damage von Q erhöht um 10. Ability, okay, Ability-Power reduziert um 0,1. Das ist harsch. Das ist harsch. Und Cooldown reduziert im Early Game. Das ist ein Buff erst... Also, boah, Also, das ist jetzt schwierig, weil ich finde, man sagt, hey, wir buffen Lux Support hiermit und nerven Lux Midlane damit. Das heißt, Lux Midlane Mains, danke dafür an die Riot-Praktikantin. Danke dafür. Finde ich komisch. Finde ich auf jeden Fall komisch. Lux Midlane wird im Early Game ein bisschen stärker sein durch diesen Buff, aber jetzt auch nicht giga viel stärker. Ja, und sie kann jetzt quasi, während sie ultet, flashen. Die Frage ist, was bedeutet das? Ich habe es leider nicht getestet oder irgendwo gesehen. Was heißt das? Heißt das, sie kann... Wird denn der ganze Laser verschoben? Also sie macht Ult und dann flasht sie irgendwo hin. Und dann wird der Laser auch verschoben? Das wäre harsch. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... Da kommt doch die Animation. Hey, hier ist die Animation. Oder wird der Winkel geändert? Kann auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Erklärt es mir. Schreibt es in die Kommentare. Ramos. Okay. Mehr Attack Speed Ratio, also ganz dezent. Singe wird etwas genervt, weniger AP, weniger Armor. Sona, Leute. Sona und Soraka werden gerade viel Toplane gespielt. Richtig nervig. Und ich muss wirklich sagen, richtig großes Lob an die Änderungen hier. Normalerweise sind das nämlich so Änderungen wie hier gerade. Irgendjemand schmerzt es immer. Das heißt, hey, Support wird gebufft, Midlane wird genervt. Warum, kurze Frage noch, warum darf Lux Support sein, aber Orianna nicht? Wieso kriegt Orianna keine Support-Buffs? Orianna und Lux sind für mich ein und dasselbe. Sind beides Frauen, die so eigentlich fast dasselbe Kit haben. Klar, ich glaube, Orianna ist immer so ein bisschen im Schatten von Lux, weil Lux ist so die Schöne, die Instagramerin, so bling bling, und Orianna ist halt so das eiserne Mädchen. Ohne Herz. F an dieser Stelle. Ja, ja, auf jeden Fall ist es nämlich so, die Änderungen sind wirklich cool. Ich dachte so, hey, die werden jetzt genervt und dadurch ist Sona Support auch kacke. Aber wenn du jetzt mit Sona jemanden cues und dann in die Aura dein Verbündeter reingeht, kriegst du 30 Mana wieder. Und die Mana-Kosten wurden jeweils um 25 angehoben. Das heißt, es ist sogar ein Buff für Support-Sona. Ich finde das ziemlich cool. Weil Support-Sona ist jetzt besser geworden und Top-Lane-Sona ist richtig dead. Weil die Spells, du kannst Top-Lane-Sona definitiv nicht spielen. Die sind so teuer jetzt, alles komplett GG. Wobei man hier sagen muss, es ist auch gewisserweise ein bisschen ein Nerf. Weil, stellt euch vor, ihr seid low und habt wenig Mana. Feuer, also ihr braucht jetzt unbedingt einen Heal. Genau jetzt. Feuer hat der 80 gekostet. Jetzt kostet der 105, zumindest auf Stufe 1. Klar kriegst du 30 Mana wieder, aber dafür musst du erstmal die 105 Mana haben, damit du die 30 wieder kriegst. Und wenn du nur 80 hast, dann bist du halt dead. Das ist in der Hinsicht ein Nerf. Aber dafür kriegst du halt jedes Mal 5 Mana wieder. Was sich auf Dauer ja eigentlich reinvestiert und dadurch hast du dann ja mehr Mana im Endeffekt. Also eigentlich ist es wiederum kein Nerf. Ja. Gut, Soraka. Soraka ist genau dasselbe Thema. Erstmal hat sie ja hier ein bisschen an den Stats uninteressant. Bei Soraka ist es anders geregelt. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das finde, aber ich glaube, es ist auch gut für Support Soraka. Erstmal der Self-Heal, das ist ja das Schlimmste an Soraka Top Lane, wurde richtig hart genervt. Also richtig hart.
Ja, du machst Q auf jemanden und dann heilst du dich und das heilt ja statt 140 nur noch 80 und Abis Gang ist auch deutlich geringer. Dafür aber auch die Duration reduziert. Das heißt, dass der Heal schneller durchkommt. Würdest du in 5 Sekunden 80 HP wieder aufbauen, das wäre richtig kacke. Mana-Kosten wurden angehoben, deutlich. Und Bonus-Movement-Speed wurde reduziert. Also, die Q ist quasi dead. Relatively. Aber die W, wenn du jetzt astral infusioniert bist, also wenn du quasi einen Stern gemacht hast, dann bist du ja so gebufft. Und wenn du diesen Buff drauf hast, dann ist der Heal, den du auf Verbündete machst, der kostet dich eigentlich 10% Maximum Health und der ist jetzt, diese HP-Kosten sind um 40 bis zu 100% reduziert. Das ist cool und der Heal selber ist um 20 erhöht. Das sind richtig krasse Buffs. Macht aber Soraka wieder mehr zum Heal-Bot. So, das heißt, Damage machen ist noch unwichtiger geworden. Also das heißt, du kriegst ja diesen Buff, das ist ja nett, aber das Problem ist auch hier, dass der dass die Dauer natürlich jetzt auf 2,5 reduziert wurde. Das bedeutet, boah, ich merke das jetzt, ich habe mir das alles vorher angelesen, aber ich merke jetzt erst, was das eigentlich alles heißt, ey, das ist ja richtig harsch. Also der Heal wurde zwar erhöht, aber eigentlich ist es ein, obwohl, nee, das macht sie immer noch. Ich glaube, sie gibt ja immer noch den Stern-Buff dann drüber, ne? Weil das steht jetzt hier nicht mehr genau, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die den Heal erhöht haben, weil sie jetzt nicht mehr diesen Buff gibt, diesen Healungsbuff. Aber ich glaube, das macht sie immer noch. Aber trotzdem ist das jetzt nur noch 2,5 Sekunden, diese Duration. Und dadurch hat sie ja natürlich auch nur 2,5 Sekunden, in der sie quasi diesen günstigeren Heal benutzen kann. Ist also gar nicht so lange. Aber ist trotzdem nett. Ist nett. Und wahrscheinlich für Support-Soraka doch ein Buff. Silas mag ich überhaupt nicht, wird aber gebufft. Seine Q macht mehr Schaden. Odir profitiert jetzt vom Airdrake, das heißt, seine Spells kriegen einen 5% Global Cooldown Reduzierung. Global, auf alle Spells, außer auf Tiernahrung. Das, also ich meine, er ist ja sogar so ein Tiermensch. Aber das ist krass, das ist echt krass, wenn du 4 Erdrachen hast, also hat man ja eigentlich nicht, aber so 2 oder so, 10% Global, ist krass, Leute, ist krass. Jungle Champions, jetzt kommen wir zu Änderungen, die ich nicht ganz verstehe. Riot begründet das so, dass sie sagen, hey, in Low Elo spielen Leute oft sowas wie Darius Jungle, obwohl Darius Toplane eine viel höhere Winrate hat. Und deswegen sagen sie, ja, dann buffen wir das einfach mal. So ungefähr, in kurz gefasst. Das finde ich auch, also ich finde, also Darius seine Q, seine Passive macht jetzt 100% 20, Mann, ich kann nicht mehr reden, 120% Damage an Monstern, an allen Monstern, to all Monsters, das ist super krass, holy fuck. Außerdem, wobei, er konnte das ja vorher auch an alle Monster machen, ne? Außerdem halt sein Dezimieren an Large Monster. Diana macht jetzt mehr Damage an epischen Monster mit ihrer Passive. Auf Non-Epic Monsters, pardon. Mit ihrer Passive. Garen macht mehr Damage an Monster mit der E. Nah macht mehr mit seiner W. Beziehungsweise hat er kein Cap mehr im Early Game. Mordekaiser ist jetzt, hat irgendwas. Und Talon, was hat Mordekaiser denn jetzt hier? Damage to Monsters. Ja, seine Passive machen mehr Damage zu Monstern. Talon. Achtung, Talon. Da reden wir gleich drüber, aber seine Blutungen machen jetzt funktionieren. Alle Monster. Alle Monster. Das ist eigentlich wahrscheinlich trotzdem End. Auf jeden Fall alle Monster und für 120% Damage. Und setzt seine Passive, macht 100% Damage gegen Monster. Ja. Jetzt müssen wir kurz drüber reden. Ich finde erstmal, Juggernauts haben im Jungle nichts zu suchen. Ich finde, ein Darius und ein Garen gehören nicht in den Jungle. Und ein Mordekaiser auch nicht unbedingt. Außerdem finde ich, so ein Garen im Jungle will ich auch gar nicht haben. Weil was macht der, wenn der gankt? Der läuft auf die Lane, der ist wie Udyr. Nur mit einem Schwert. Und ohne so Stöckelschuhe. Stöckelschuhe. Mann! Der läuft auf die Lane und der Gegner geht weg. Darius, finde ich, es sollte jetzt auch kein... Ich finde Juggernauts... Ich finde nicht, dass jeder Champion junglebar sein soll. Weiß ich nicht. Klar, jetzt haben wir auch Talon. Bei Talon ist es so, es gibt einige Leute, die sagen, wow, sein Clear ist zu schlecht. Aber dafür kriegt der ja diesen Buff. Ich bin mir nicht sicher. Also ich... Es gibt zwei Möglichkeiten. Talon ist still nach diesem Buff relativ kacke. Klar geht das jetzt auf alle Monster, aber du kannst ja nur einmal die Blutung auslösen, weil du hast die W und dann eine Q. Vielleicht, wenn du Glück hast, auf zwei, aber es ist schwierig. Erst rein theoretisch der perfekte Jungler, weil er einfach über jede Wand springen kann. Klar, er hat kein CC, aber er hat ein Gap Closer, hat viel Damage und kann einfach von überall ganken. Er ist wie Zack, nur in anders, nur in nicht grün. Rein theoretisch krass, aber entweder er ist nicht geil und es suckt und ihr werdet Talon im Team haben und er ist einfach komplett useless und ihr habt nass. Ich hasse, nicht hassen, aber Assassinen-Jungler mag ich nicht so gerne meistens.
Oder er ist broken, so broken, dass er irgendwann genervt wird und Talon Midlane genervt wird. Ich hoffe, dass wenn er broken ist und genervt werden sollte, dass sie diesen Damage einfach hier reduzieren. Dann würde Talon Midlane davon nicht, ne? Ja, das hier waren Changes. Also, ich weiß, ich werde Talon Midlane Jungle probieren, paar Mal, und gucken, wie es läuft. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall Tiamat brauchen. Tiamat, aber ja, dann mal gucken. Könnte krass sein, könnte schon. Ja, das sind ein paar Changes, die sind schon durchgekommen. Das waren quasi Hotfixes. Akali wurde generell ein bisschen gebufft, weil sie wurde ja sehr, sehr hart genervt. Ist aber auch alles... Leute, hier, das sind weitere. Das hier sind wichtige Sachen. Exhaust. Exhaust, die Duration wird auf 3 Sekunden angehoben. Und man sieht jetzt quasi, wie viel Damage reduziert wurde. Exhaust würde ich trotzdem nicht empfehlen, weil Exhaust ist einfach eine Rune. Damals haben übrigens immer alle mit Exhaust gespielt. Aber Exhaust ist eine Rune, die muss man spielen können. Und das können, no hate, aber Leute mit nicht so viel Experience nicht so gut. Weil... Wie ist das? Es schlägt quasi eine Atombombe bei dir in deiner Stadt ein. Ja? Alles weg. Da stehen noch 2 Häuser. Und dann kommt dein Yumi-Supporter vorbei und macht Exhaust auf Korea oder so. Und das ist halt Quatsch, weil deine Stadt ist weg. Was ich damit sagen will, ist, dass da kommt so eine, keine Ahnung, Full-Caitlyn-Kombo. Du verlierst 90% Leben und dann kommt, dann denkt sich der Supporter, fuck, mein AD-Carry hat 10% Leben, ich muss jetzt exhausten. Aber das Quatsch, du musst halt exhausten, wenn die Atombombe in der Luft ist, unterwegs, am Fliegen. Dann schmeißt, und das können die meisten nicht, weil dafür muss man wissen, hey, wann kommt denn der Damage? Kommt er jetzt? Kommt er gleich? Deswegen spielt lieber mit Ignite, Leute. Ja. Aber wenn ihr krass seid, Exhaust gegen Assassins ist pogomene.de. Ja, Hail of Blades wird gechanged. Und zwar erstmal habt ihr mehr Zeit, eure Kombos durchzukriegen, weil, ja, es gibt einige Champions, die machen halt so Sachen wie... Combo, Auto-Tech und da ist das jetzt einfacher. Und die Änderung, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist jetzt quasi nicht mehr out of combat, sondern 8 Sekunden. Das heißt, der Cooldown wurde verdoppelt, aber dafür einfach 8 Sekunden. Das heißt, vorher, wenn du in der Mitte zum Beispiel Hail of Blades Asi gespielt hast, du hast den Gegner gepokt, die Rune benutzt, hast einen Angriff gemacht auf Minions. Jedes Mal, wenn du einen Minion lastest, wird die Rune, wenn sie nicht aufgeladen ist, wieder auf Cooldown gesetzt. Das war richtig nervig. Und jetzt ist es so, dass die ganze Zeit einfach abläuft und nach 8 Sekunden ist er wieder ready. Ist ziemlich cool, aber im Late Game ein harter Nerf. In der Lane ist es ein Buff, im Late Game ein Nerf. Weil im Late Game bist du mal 4 Sekunden out of combat, das geht, aber 8 Sekunden out of combat ist halt schon sehr lang. Legend Runes werden genervt, weil die aktuell sehr, sehr beliebt sind. Das heißt, ihr braucht jetzt 25 Minions pro Stack. Das heißt, gut, Lastin ist noch besser. Perfect Timing bin ich auch harsch gespalten. Perfect Timing ist jetzt so die Uhr, habt ihr statt bei der 10. Minute, bei der 14. Minute. 14. Bei der 14. Minute sind schon euer AD Carry 0, 10 und 2 Leute AFK. Das Game ist bei 14 Minuten legit over. Klar, Takedowns reduzieren den Cooldown um 2 Minuten, aber ich verstehe diese Rune halt einfach nicht. Weil ich nehme diese Rune... Weil ich Angst habe zu sterben. Ich habe Angst zu sterben und deswegen nehme ich diese Rune. Ich möchte mich quasi im Keller eingraben und hoffen, dass niemand einbricht. Und diese Rune sagt, hey, wenn du einen Verbrecher schnappst, dann wird deine Uhr um 2 Minuten reduziert. Ich will keine Verbrecher jagen, deswegen nehme ich ja diese Rune. Ich spiele 6 gegen Zed. Ich will Zed nicht töten, ich will überleben. Ich will ihn nicht umbringen. Ich nehme diese Rune, damit er mich nicht tötet, nicht zum Verbrecher jagen. Und das finde ich ein bisschen harsch, ehrlich gesagt. Und der Cooldown von Stundenglas wird nicht mehr um 15% reduziert. Also diese Rune, Leute, nimmt die Rune nicht int. Also auf Vlad vielleicht ab und zu, weil mit Vlad tötet ihr Leute. Das ist ein anderes Ding, aber... Face Rush hält länger und gibt mehr Move and Speed, vor allem für Melee-Champs. Ist absolut crank. Also nur für Melee-Champs mehr Move and Speed, by the way. Aber hält für alle länger. Ne, stopp, ihr habt mehr Zeit. Nicht, hält nicht länger. Ihr habt mehr Zeit, das auszulösen. Prototype kann jetzt nicht mehr Press the Attack und Conquer auf Rune 1 auf Level 1 decken, weil. Oder nutzen, weil das halt sehr schwer auszulösen ist. Und Unflinching gibt euch jetzt, so wie es im Text steht, ist quasi ein Bugfix. Also. Ja, dann haben wir noch Jungle Items, die Tank Jungle Items. Alle 10 Sekunden, wenn ihr einen Immobilizing Spell macht, das heißt einen Root, einen Stun, einen CC, irgendwas, dann explodiert ihr quasi und macht Damage um euch rum. Ist ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob ich Fan bin, Leute. Ich bin kein Fan. Weil das heißt so viel wie, hey Ornn,
du kannst immer noch Fulltank gehen und wirst jetzt sogar gebufft. Ich hasse Fulltanks, Leute. Es gibt einen Song, Official Music Video, Fulltank Design. Oh, Tank Design heißt es. Du gehst Fulltank und machst... Ich mag das nicht. Kennt ihr diese Orns, die 700 Rüstung haben und 12.000 Magieresistenz und 41.000 Leben und dann so eine Kopfnuss auf euch machen und mit dem Hammer hauen und ihr 50% Leben verliert, während ihr Full Damage seid, von unten bis oben mit Waffen und Panzerfaust bewaffnet und vier, einfach so eine 4 da aufploppt beim Gegner? 4 Damage. Ja, Slow Resistance Calculation Adjustment, das heißt, dass Tenacity jetzt nicht mehr stackt. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur für Slow Resistance oder ob das auch für Stun zählt. Hier steht halt nur Slow. Das heißt, es ist nicht mehr multiplikativ. Das heißt, wenn ihr 30 plus 30, 60, das war bisher. Jetzt ist es so, 30 und 30 sind 51. Ist also Nerf. Das heißt, Stacken ist nicht mehr ganz so gut, aber 51 ist immer noch besser als 30. Ja. Außerdem, Leute, habe ich gar nicht mehr gesagt, es gibt Katharina Bloodmoon und Tründer mehr und Master Yi und Bloodmoon Skins, die sehen so gut aus, Leute. Ohne Witz. Dafür, also, der Chroma ist kacke, der Chroma ist geil, der Chroma ist geil, der Chroma ist okay. Der Chroma ist kacke, der ist, geht so. Aber der hier ist schon fast beste, Bay. Für diesen Skin lohnt es sich, Katharina zu mainen. Der Skin ist so gut. So gut. Tründer mehr, der ist auch ganz okay. Und Master Yi, sogar Master Yi ist auch gut. Ja, das war's damit. Ich hoffe, das war unterhaltsam. Hoffentlich. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Morgen geht's weiter. Auf Wiedersehen. Goodbye und tschüss. Ich hab euch lieb. Rau. Rau. Rau.